Emma! Mist! Fuck! Mann, ich könnte echt kotzen. Emma, bist du das? Fuck. Puh, da will man echt nicht fallen. Sehr merkwürdig. Mist, verdammt. Vielleicht ist da ja was drauf. Kann sie nur sein. Fuck!
Gehört sie zu diesen Jägertypen? Ich glaube nicht. Alles klar? Ich weiß nicht, wer die andere war. Hab sie noch nie gesehen. Ich auch nicht. Und Sie? Ja. Das ist Kaylee Hackett. Mr. H's Tochter? Ich dachte, sie wäre heimgefahren. Kaylee. Ja. Dachte ich auch. Oh Mann. Arme Kaylee. Nick! Du riechst so gut. Alles klar, Kumpel? Reiß dich ein bisschen am Riemen. Fick dich, Caitlin. Wow. Nick, was ist? Ich will dich schmecken. Hey! Komm her. Nick, was soll das? Lass das! Pass auf! Ich meine es ernst! Nick? Wow! Alles okay? Wir sollten nur aufhören. Nick! Mann! Hey, hey, ist okay. Schon okay. Ich hab dich. Was habe ich getan? Ich weiß nicht. Er ist so kalt. Okay, bringen wir ihn ins Poolhaus. Da ist's warm. Rum. Sie ist sauber, soweit ich sehe. Also es blutet nicht. Aber ich bin auch kein Doktor. Hier, das ist noch der Rest von der Krankenstation. Toll. Gut, du brauchst aber dringend medizinische Hilfe. Wir müssen alles dokumentieren, was passiert. Für die Polizei. Ja, Leichen im Pool muss man schon erklären, ne? Langsam, Mann. Also Fotos und so Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei uns keine Silbe von diesem Krankenscheiß glaubt, nicht ohne Beweis. Ab sofort habt ihr das Handy parat und macht ein Foto oder ein Video, wenn was ist. Ja. Alles okay bei dir, Abby? Hey, warum siehst du dich nicht mal um, ob du was findest, das es Nick bequemer macht? Wo Caleb jetzt wohl ist?
war so anders hier, vor nur 12 Stunden. So besser? Ja. Hey. Ja, er hat irgendwas Seltsames. Er ist echt krank. Krass, wie er voll ausgeflippt ist im Wasser. Ja, er war wie ein Fisch. Auf dem Trockenen. Nicht? Schon. Wisst ihr, das war seltsam, als ich die Wunden versorgt habe, bei der Lodge. Inwiefern denn? Er war ja echt voller Blut, aber ich habe keinen Biss gesehen. Oder Schrammen, gar nichts. Er hat sich immer bewegt, als ob er nicht wollte, dass ich sehe, wie schlimm es ist. Tollwut? Er hat keinen Schaum vorm Mund. Das sieht Abby vielleicht anders. Stimmt. Und ist Angst vor Wasser nicht ein Tollwutsymptom? Hydrophobie, ja. Aber bei Tollwut geht's wohl um die Angst vorm Trinken, nicht vorm Nasswerden. Das hier war... Wie eine Katze beim Baden. Ja. Abby? Ja? Kann ich dich was fragen? Na klar. Magst du mich? Nick. Bitte, ich sag's mir. Ich fand unsere gemeinsame Zeit hier sehr schön. Das ist so ein... Ist so... Was? So ein Schlag ins Gesicht. Was? Ich muss dich etwas fragen. Ja. Okay. Warum hast du mich, Abby? Nick. Du bist anders. Nein. Nein. Nur Nick. Nur der Fick dich, Nick. Was soll das? Selbst jetzt, Abby. Selbst jetzt bin ich dir egal. Ich... Du bist wirklich nicht die Hellste, was? Dummerchen, Abby. Stopp. Leichte Beute. Mein Opferlamm. Das bist nicht du. Das bist nicht du. Ich... Wow, Abby! Abby, alles okay? Krasser Scheiß. Thank you.
Das ist schlimm. Das ist richtig schlimm. Hey, hört auf. Ihr wisst schon. Was sollen wir jetzt tun? Das war's, Mann. Wir sind am Arsch. Wir wissen nicht mal, was es ist. Hey! Oh, shit. Wo verdammt ist Chris Hackett? Wer ist da? Ich brauche Hilfe. Bitte. Wer bist du? Ich heiße Laura Kearney. Und? Jetzt lass mich rein. Hier ist es gefährlich. Ja, stimmt. Eine irre Frau erschießt da nämlich Menschen. Das sind keine Menschen. Ach, verdammt, du. Laura Kearney. Du bist Laura Kearney? Ja. Du warst doch vorgesehen für... Es war die Krankenstation, stimmt das? Du bist nur nie aufgetaucht. Du und dieser... Wie hieß er? Max. Ja, Max. Ja, genau. Mr. Hackett sagte, ihr hättet kurzfristig abgesagt. Ich glaube, wir sollten ihr zuhören. Hier drin. Okay. Ich öffne jetzt die Tür. Langsam. Nimm die Hände hoch, okay? Okay. Da sind wir wieder. Nur du und ich. Wieso betrachten wir nicht nochmal deinen Fund? Gerechtigkeit. Auge um Auge. Nicht ganz wörtlich, sondern oft im Sinne von Taten und Konsequenzen. Alles muss im Gleichgewicht sein und wir alle müssen dafür sorgen, dass die Waage nicht kippt. Der Mond, wie passend. Gerade heute Nacht. Nutze deine Furcht und Anspannung und verwandle sie in Intuition. Gehe geschickt vor und plane voraus. List rettet dir vielleicht das Leben. Nun sag mir, wünschst du einen tieferen Einblick in eine der möglichen Zukünfte? Wähl jetzt aus. Dann los mit dir. Hopp, hopp. Einer hat's schon erwischt. Ist das nicht furchtbar aufregend? Also,